Und willkommen zurück zu The Last Guardian, Folge 4. So, jetzt schauen wir mal, wie es mit dem Tyrico hier weitergeht. Der hat uns ja gefressen in der letzten Folge, aber anscheinend nur das Schild wollte haben. Weil wir sind ja jetzt wieder hier. Da hinten wäre schon eine Art Schalter, aber ob wir da hinkommen, müssen wir uns jetzt anschauen. Hier werde ich wahrscheinlich sterben. Da müssen wir irgendwie hoch. Aber wie? Kann man hier hoch? Hochklettern irgendwie? Nein, hier kann man nicht hochklettern. Okay, der hört mich hier auf mich. Weiß nicht, ob ich da rüber springen kann. Ich weiß es nicht. Probieren wir uns einfach mal rüber zu hangeln. Nein, ich wollte doch darüber springen, Mensch. Egal, ich probiere es einfach, wenn wir sterben, müssen wir einen anderen Weg suchen. Oder warte mal, kommen wir hier vielleicht hoch? Absteigen. Probier es einfach mal darüber zu springen. Nein, okay, das geht nicht. So, okay. Muss man einen anderen Weg finden, aber ich muss, glaube ich, irgendwie zu dem Schalter da hoch. Aber glaube ich, dafür brauche ich den Trico. Trico, okay. Der leuchtende Spiegel, der in meinem Besitz gewesen war, war verschwunden. Okay. Springen. Okay. Dann wird es anscheinend jetzt hier weitergehen. Aber wo? Hier vielleicht rein? Hier geht's rein. Jetzt sind wir unter der Brücke. Ah, sehr gut. Okay. Schauen wir mal, vielleicht können wir von der anderen Seite das Tor dann irgendwie öffnen. Oh mein Gott, was ist das? Dem auch zu leuchtenden Augen wieder die Tyrico. Eine Hundefeuer-Aura der Rüstung ließ mich Abstand halten. Dass wir da vorne rauskommen. Okay, da geht's ja nicht raus. Müssen wir, oder? Dann gehen wir hier mal lang. Da ist ein ziemlich weiter Weg. Hier ist versperrt anscheinend. Okay, hier ist versperrt. Gehen wir den Weg wieder zurück, wenn es auch auf der anderen Seite ist. Schreibt mir auf jeden Fall mal ein bisschen Feedback rein, wie ihr das Spiel findet. Würde mich wirklich interessieren. Das ist echt gewöhnungsbedürftig.
So. Ah, sind wir am Hebel. Sehr gut. Sehr gut. Okay, dann gehen wir hier runter. Ich hoffe mal, dass jetzt werden wir wahrscheinlich an den Rüstungen da vorbei müssen. Ich hoffe mal nicht, dass die uns jetzt angreifen, weil ich kann mich eigentlich gar nicht verteidigen. Und ich weiß es zumindest nicht, wie man sich verteidigen soll. Einfach mal durchrennen. Okay, die verfolgen mich auf jeden Fall. Ich weiß eben nicht, wie weit die mich verfolgen. Wie geht's nicht weiter? Ich muss dich ja zu dem. Vielleicht muss ich die ja zum Turico bringen, dass der die irgendwie, dass der dann aufwacht und die killt. Ich weiß es nicht. Turico! Okay, Vermutung war doch richtig. Mach die platt, Mensch! Friss die, los! Mehr, Mann. Ja, dann ran, dann sehen wir vielleicht ein bisschen mehr. Und tschüss. Und der nächste. Yo, Baby! Da wurde die Brücke nicht kaputt. So, lass mich bitte leben. Der hat ja ziemlich orange. Nach dem Kampf mit den Rüstungen schien Trikoko sehr aufgewühlt. Geh mal hier weiter. Ich musste meine Gefährten irgendwie beruhigen. Der braucht Fressen. Fressen. Alter. Was ist denn das hier überhaupt? Irgendwie beruhigen. Das heißt, der braucht irgendwie Fresschen. Okay, hier kommt er mal nicht durch. Hier geht's ja auch nicht weiter eigentlich, oder? Geht's hier weiter? Nö. Das heißt, irgendwas hat es hier mit der Tür auf sich. Aber ich weiß nicht was. Der wird gleich fressen wahrscheinlich.
springen. Kein Plan, was ich jetzt machen muss. Kein Plan. Hier war aber jetzt auch nichts mehr, dass ich irgendwas machen konnte. Gestreichelt habe ich ihn schon. Nachkommen tut er mir schon, aber... Ich hab keinen Plan oder was, das ist doch scheiße. Also ich jetzt ein bisschen beruhigt. Okay, jetzt gehen wir mal hier durch. Ich glaube, er hat sich jetzt beruhigt. Ah, okay. Bist du wieder lieb? Okay. Lieb, brav bleiben.
Hier, hoch jetzt, da komm. Oh, schwere Geburt, ey. Okay, gehen wir mal runter. Ich glaube, wir müssen jetzt hier nämlich weiter. Greifen, hey. Hier ist nichts auf der Seite. Geh bloß so die Leiter darunter. Aber ich könnte jetzt noch mal probieren. Wenn ich hier noch mal runtergehe. Dann nochmal zurück, vielleicht sind die anderen Tore jetzt unten drin offen. Kann man jetzt da nicht rein oder was? Jetzt. Boah, die Kamera-Ding ist echt beschissen. Okay, das ist immer noch zu. Hier ist auch zu. Okay, jetzt nicht weiter. Der andere Weg war ja hier eigentlich, glaube ich, nicht. Das war hier nicht. Also was wir machen ist darüber jumpen. Nope. Okay, dann müssen wir doch wieder zurück. Nee, warte mal. Na, mag er nicht mehr. Aber was hat uns das gebracht, das Tor da aufzumachen? Dass er wieder aufwacht, ja, das war der einzige Grund, aber rein vom Weg her geht's ja da eigentlich nicht weiter. Das heißt, ich muss jetzt wieder zurück und schauen, ob ich irgendwie einen anderen Weg daraus finde mit ihm zusammen. Wo ist denn jetzt? Da drüben, okay. Wupp. Schau mal nochmal hier drinnen, ist hier vielleicht irgendwas?
Da oben ist doch was, oder? Klar. Naja, wieder nichts gesehen. Ich habe vorher schon mal gesehen, du hast wieder vergessen, wer so dick ausgeflippt ist hier. Genau. Hier geht's mir weiter. Okay, super. Und da vielleicht rüber jumpen. Okay, kann man rüber jumpen. Das ist eine Kitty. Eine Kitty. Könnte ich ja probieren ranzuspringen. Da geht's hier nämlich hoch, oder? Geht's hier raus? Ja. Yeah. Okay, auch da. Raus aus dem Brunnen. So, und jetzt muss ich irgendwie das Ding da hinten wahrscheinlich lösen. Okay. Wir rufen trotzdem mal. Hier kommt er trotzdem irgendwie hier hoch. Und jetzt hier hoch springt, kriege ich einen Vogel, ohne Scheiß. Okay, das ist das Ding gestört. Okay, der glaube ich kommt jetzt aber hier nicht hoch, oder? Jetzt wäre ein bisschen krass, wenn er hier hochkommt. Okay, das ist immer hochgestiegen. Aber was hat die blöde Tür da unten auf sich? Oder ich muss mich da fallen lassen, dass ich dann durchbreche. Durch das Holz. Weil hier ist ja eigentlich nichts. Na, der kommt hier nicht hoch. Komm hoch, komm! Zieh! Nein! Genau. Warum können wir denn nicht gleich hier hochspringen? Könnt auch mal die Kommentare schreiben. Gibt es optionale Wege oder gibt es immer nur einen vorgeschriebenen Weg? Ich weiß es nicht. Okay, haben wir das schon mal. Kann ich mal gar nicht mehr ballern jetzt. Ah, da sieht's aus. Kommt man da vielleicht rein? Nee. Ich muss irgendwie. Da will er hoch oder was? Okay. Aber wie?
Hier geht's nicht weiter. Was machst du denn? Bin ich da durch oder was? What the fuck? Okay. So. Nein, muss er ja durchzwingen. Ein seltsamer Duft lag in der Luft. Okay. Hier für die Federn. Hier geht anscheinend den Duft irgendwie nach. Jetzt war auch irgendwie nichts zum Klettern oder sonst irgendwas. Wo geht denn der Dampf hin? Das heißt, ich muss hier irgendwie hoch und den scheiß Deckel zumachen. Wie komme ich hier hoch? Komme ich hier von da hinten irgendwie hin? Oder ist hier oben noch was? Okay, da geht's nicht weiter. Das heißt, ey Gott, ich schau mal hier lang. Stehen wird's ja schon richtig, glaube ich. Nicht weiter. Jetzt
heißt. Muss ich irgendwie komplett hoch. Da oben muss ich hin. Ist doch voll abgelenkt irgendwie. Okay Leute, wie es hier aber weitergeht, glaube ich, schauen wir uns aber erst in der nächsten Folge an. Sind ja doch schon wieder 30 Minuten um. Ich würde sagen, bleibt dran. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben oder auch ein Abo. Würde ich mich auch sehr freuen drüber. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Andi.